Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder. Heute wieder mit dem Seras. Servus. Und heute fliegen wir mal Deutschland 47. Da werden wir uns ein paar Flugzeuge anschauen, und zwar drei Stück. Ich werde also nicht alle vier Do 217 fliegen, keine Sorge. Und ich bringe auch direkt zu den Flugzeugen, denn auf Deutschland 47 ist normalerweise hier nur der Pack-Puma verfügbar. Den habe ich aber nicht und den werde ich mir auch nicht kaufen. Ich weiß nicht genau, wo er gerade steht, aber es ist definitiv in einem mittelniedrigen dreistelligen Bereich. Und das ist er nicht wert. Es ist ja auch nur ein Puma. Also er macht definitiv Spaß, aber ich würde dafür nichts über 50 Euro zahlen, wenn überhaupt. Ja, also der ist definitiv weitaus höher. Ich meine, im Oddballs-Video habe ich mal gesehen, dass er irgendwie 400 bezahlt hat oder so. Und das ist halt echt krank. Aber kommen wir zurück zum Thema. Und zwar, wir starten. 240. Oh, krass, 240. Oh, ist ja voll günstig, kaufe ich mir gleich zwei. Die G6-Variante, damit beginnt das nämlich heute. Und zwar, die G6-Variante war die BF-109, die mit am häufigsten gebaut wurde. Es wurden ca. 5000 Stück von ihr gebaut und es gab von ihr sogar noch 10 Untervarianten. Und die G6 war auch noch eine der Versionen, die keine Druckkabine hatte. Und jetzt werden wir starten. Und die Daumen drücken, dass es mich nicht aus dem Match haut. Ja, dieses Mal, es wäre fies, wenn es jetzt nochmal passiert. Also gerade eben ist sein Spiel einfach gecrashed und ich hatte das letztens auch einmal schon in Könnt einem ihr mal in die Navy-Spiel. Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon hattet, letztes Update? Ja, vor allem crasht das ohne Fehlermeldung. Ja, ich hatte so eine Freeze-Meldung. Okay, nee, bei mir ist es ohne Fehlermeldung gewesen. So, du startest auch im Airfield, oder? Ja, Start am Airfield. Und jetzt sehen wir gleich wieder bei mir perfekte 109 Performance. Also Auf jeden Fall. macht euch drauf gefasst, dass ich das Ich Ding behalten habe direkt werde. zwei mitgenommen, weil ich direkt weiß, dass ich crashen werde. Das Ding wieder haten bis zum geht nicht mehr. So, was haben wir denn im Gegnerteam? Viele Leute, viele, die bessere Flugzeuge haben. Okay, cool. Oh, Alles im Grunde. und Frankreich. Hey, wir haben doch festgestellt, die haben ganz gute Flieger. Was haben sie auf dem Battle Rating? Ja, die haben diese Höhenjäger mit den ganzen Kanonen, diese VBs haben sie auf dem Battle Haben die Rating nicht auf hier. diese Und 5-2-1 oder so? Oder sind sie niedriger? Ich hab's die gerade nicht mehr im sitzen Kopf. niedriger. Was sie hier im Geg der Gegner haben, sind Amerikaner. Also, Ich aber. falls es schlimm für dich läuft, springst du einfach in meinen zweiten Rumpf, ne? Ist da nicht schon jemand? Nee. Weißt du, bei der Twin Mustang haben sie einfach zwei Cockpits gelassen. Bei der 109Z haben sie eins wirklich zugebaut. Das ist gut, stromlinienförmiger. Weniger Gewicht. Ich glaube, da ist ein extra Tank drin oder ein Radar oder irgendwie sowas. Ich glaube, ein Tank war es. Jetzt darfst du dir ausrechnen, was ist schwerer? Kubikliter Wasser oder Fleisch mit Grütze drin? Ja, kommt drauf an, der Tank, der wird ja irgendwann noch leerer. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann noch die 111-Zwillinge bekommen. Ich würde es Das feiern. wäre voll witzig. Ich meine, eigentlich ist das nur ein Schlepper gewesen, aber die hatte die Möglichkeit, Bomben mitzunehmen. Das wäre so ein richtiger Basenkiller dann, oder Ja. so. Am besten, wenn man dann in beide noch ganz viele kleine 50er machen könnte oder so. Ich würde sie nur in Ground Forces fliegen. Das, weißt du, die 111Z hat irgendwie so Anwandlung von Ace Combat, von diesen fliegenden Trägern, finde ich. Ja. Wie heißt die denn nochmal? Stratobird oder so, irgendwie Oder. sowas. Was auch witzig wäre, ist einfach Just for Fun aus dem Himmel gegriffen, obwohl es das niemals gab, so eine Twin 238, eine Twin BV, die einfach noch größer ist. Das wäre ein richtiger Träger dann für so kleine B-Planes oder sowas. Ja gut, wir haben ja theoretisch ein Flugzeug im Spiel, was Flugzeuge tragen hätte können. Dieser russische Low-Tier viermotorige Ja, Bomber, den diese, es letztens zu gewinnen gab. diese 3BM-Dingsbums Genau. irgendwas. Oh Gott, da sind aber einige Bomber auf Höhe. Oder ist ein Abfangjäger, was ich nicht hoffe. Siehst du die? Richtung Könnte Süden? sowohl als auch sein. Ne, ich sehe Zwei es noch davon sehen nicht. ziemlich groß aus, noch ein bisschen über mir sogar. Deine ist aber maximal ausgebaut, oder? Ja. Wie viel Sprit hast du dabei? 15 Minuten noch. Ja, das muss schön Das sein. ist Ding. Kann ich 35 Minuten mitnehmen. Ja, ich habe minimal 17. Das ist wahrscheinlich der Extra-Tank bei dir. Siehst du? Jetzt mal lieber einen zweiten Piloten dabei. Ja, echt so. Oh Gott, eine B18. Und eine Jack, oh Gott. B18 wird die schwedische eher sein. Das heißt, sie hat Frontbewaffnung.
I-67, was war das nochmal? Ist das nicht so ein Abfangjäger-Ding? Nee, japanisch, oder? Mir gerade nicht sicher, ob es einer der japanischen Bomber ist. Oder einer von den japanischen zweimotorigen. Ja, könnte auch sein, ja. Ich habe eine 37er, kann damit aber trotzdem nichts anrichten, weil sie nur HE verschießt. Ach doch, die sind ganz gut, diese Gegen zwei Flugzeuge ja, aber ich würde sie halt gegen den Panzer Torin. einsetzen. Fangjäger spielt die super gerne. Wenn ihr sehen wollt, wie gerne, guckt euch meine Videos zu den Dingern an. Da sind einige Runden bei, die haben einen Alter, sehr hohen Yuya wastet sich Kill-Count. lieber. Ups. Ach, keine Zeit gehabt, sich zu wasten. Nee. So, ich komme wieder Ich zu glaube dir. aber eher, dass die Keen-Bomber ist, aber eher darunter gegangen ist. Also mit dem Ja, Abfangjäger auf wird. der Map ist es als Bomber deklariert, aber ich wusste halt nicht, ob die Frontbewaffnung hat. Ich kann mir die ganzen japanischen zweimotorigen Dinger nicht Nee, merken. ich auch nicht. Vor allem gibt es ja auch noch einige. Die haben ja auch einige Untervarianten noch im Spiel. Ja. Der Early ist late. Noch mehr Early, noch mehr late. So, 185. Will die 190. Ich glaube, das ist auch der nächste, der an uns dran ist. Warte. Ja, hier, My Mr. Fat Fat Red. Red. Oder Mr. Okay, Fat Red. ja. Ist halt echt tief. Wobei er kommt wieder hoch. Ja. Okay. Spielt er mit der 190. Ich komme gerade Und nicht sonst drauf. ist kein. Obwohl, ne, warte mal, links von. Also, ist nur bei GB 18, na gut. 18. Ja, was Na heißt nur? gut. Die hat gerade einen gekillt von uns. Aber das ist noch eine P51 in der Nähe. Die wahrscheinlich auch gleich stirbt. Oh, die Jagd 3 ist verlockend. Ich wollte gerade sagen, die ist sogar noch verlockender als die 185. Darf ich auf die 185 gehen? Mach ruhig, ja. Voll daneben geschossen. Ich hasse diese 30er. Das sind dieselben wie in der 262. Ah, okay, ja. Ich komme mal Die rüber zu fliegen dir. so langsam. Wie 1 auf 5 ist gerade langsam. Ich glaube, dann switch ich. Nee, Was nicht gemacht? getroffen. Nee, nicht getroffen. Ich glaube. Hab sie. Oh, es kommt. Ich glaube, die Jagd holt mich jetzt. Ja, sie holt mich jetzt. Mist. Sorry. Ich sag ja, Peak 109 Performance bei mir. Es geht einfach nicht. Oh Mann. Ich werde niemals 109er lernen. Ich glaube, das wird dann auch die letzte 109, die ich zeige, bis zur kam. Beide Snipe. Hätte ich mal zwei Piloten gehabt. Ja, ne, das ist jetzt umladen können, ja. Der hat gerade, by the way, 30-30er locker in die ins Gesicht bekommen und überlebt. Okay. Na gut, geh mal raus. Ja. Und gehen wir zu dem Jäger, den ich eigentlich viel lieber mag. Oder zumindest die Jäger, das Jagdflugzeug, das ich viel lieber mag. So im Großen und Ganzen. Die ist voll hübsch. Diese hier ist nicht nur hübsch, die hat auch ganz eine Menge Bewaffnung, wie ihr sehen könnt. Insgesamt sind das 6 Kanonen und 2 MGs, wobei die MGs locker mal links liegen lassen könnten. Ja. Das ist nämlich die Focke Wulf 190A 5U12 und das war eine normale 190A-Variante mit dem Umrüstsatz 12. Und das war eine spezielle Variante für die 190 zur Bomberabwehr umbauen zu können. Es wurden weitere 20er angebracht und diese insgesamt 6 20er machten diese in meinen Augen zu einem richtigen Gunship. Die könnte den Beinamen Schlachtervogel wirklich verdienen. Geht voll rein. Haut voll rein in die Scheiße. Minus 6000. Alter. Liebes Paar. Schön, schön fett Minus gemacht, die Runde. So schlimm. Ja, minus 6000. Okay. Du und die 109, ne? Es wird niemals funktionieren, ne.
Nur die Es liegt K, nicht an wirklich mir, nur es die, liegt an dir. es ist wirklich nur die K-Variante, mit der ich gute Runden bisher hatte. Alle anderen waren genauso wie jetzt, also nicht ganz genauso, ich habe schon Kills mehr gemacht mit dem 109ern, aber es ist halt wirklich nichts, was ich Anstrengend. gerne fliege. Dieses Mal krieg ich Angstschweiß, wenn Genji wieder eine neue 109 ins Spiel bringt. Alter, jedes Mal, wenn jemand Yaw im Chat schreibt, muss ich an Yondo denken. Aus Guardians of the Galaxy. Mary Poppins, Mary Poppins, Yaw! Ist dann traurig, weil er tot ist. Der kommt wieder, bestimmt, ich glaub dran. Das war der beste Charakter. Das stimmt, ja. Yondu war cool. Was natürlich ein Nachteil ist, wenn wir die zusätzlichen 20er dran baut, die könnt ihr nämlich auch abbauen, ist das Flugzeug natürlich um einiges schwerer. Die Gondeln sehen aber gut aus. Ich Stimmt. finde, die haben sie schön in die Form eingebracht. Zwar sind das 400 Kilo, die da jetzt zusätzlich dranhängen. Dämmst du jeden Morgen, oder? So fett bin ich nicht, dass ich mich mit 400 Kilo aus dem Bett stemmen müsste. Piss dich lieber selbst, bevor es andere machen, Bro. Das Beste wäre jetzt natürlich, wenn die einige Gornstrecker hätten, die direkt gleich vor unserer Nase auftauchen. Ja, die steigt halt jetzt überhaupt nicht mehr. Nee, das Steigen ist jetzt nicht so ein Ding. Sie hatte aber auch noch nie einen Airspawn, also. Das ist eine der Varianten, die schon immer am Boden gestartet ist. Das Ding ist genau wie ich beim Bergsteigen. Zu viel Gewicht bergauf ist einfach nicht gut. Naja, das ist nicht selbst, was jemand anderes tut, ne? Genau. Hey, in der Das Ding Schule hat gibt. das immer super funktioniert. Die Bullies wussten nie, wohin damit. Wirkt so Bombeabwehr, aber das Ding kriegt seinen Arsch nicht hoch. Na gut, jetzt ist ja natürlich auch ein bisschen Pech, dass wir eine kleine Map erwischt haben. Deswegen habe ich eigentlich auch wirklich auf Ground Striker gehofft. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen Bait spielen. Ich kann gern Bait spielen, du holst du dir. Also haben wir schon. Das Schöne ist, aber mit dem Flugzeug kann man gerne in einen Head-On gehen. Mit jeder Focke eigentlich. Wobei, mit der einen Variante mit den Naja, es gibt 220ern ein, nicht. ja, es gibt Variante, die hat nur die 220er. Das war, glaube ich, die Bomber-Variante, ne? Kann sein. Ich glaube, die sind wir auch nicht im Let's Play geflogen, weil sie einfach nicht so gut ist. XP 50, 55. Links unter uns ist eine P51. Sollen wir da mal hin? Ich würde sagen, komm, gehen wir einfach dahin. Das Schöne aber bei den 190ern ist, man kann sie immer die ganze Zeit treten. Man kann sie durchwetten bis zum geht nicht Die mehr. mögen das. Ja, die wollen das. Das ist genau deren Ding. Achtung, von rechts kommt ziemlich viel Verstärkung. Ja. Ich sag der CC-Fire mal hallo. So, CC-Fire. Mal pass auf die A6 auf. Und was sie nicht haben, die. Oh, die A6 brennt, zieht aber noch zu mir hoch. Weg mit CC-Fire dir. ist raus. Mustang habe ich gekrittet. Oh, ich habe. Ah, sie. Toll. Der Japaner ist ausgegangen, hängt mir jetzt am Arsch. Kein Motor mehr, sorry. Na komm, ich bin aber schneller als er. Wie war das mit den ganzen Head-Ons? So, A6 ist raus, ich kann drehen. Jetzt wird es mir zum Verhängnis, dass ich keine Kampfklappen habe, aber. Na, einen habe ich im Head-On. Und kein anderer ist in der Nähe. Dann gehe ich halt runter. Du machst das, ich hab den Korridor gemacht. Naja, ich werde die Links. langsam Teile, um günstiger zu werden. Günstiger, leichter zu werden. Ist doch günstig. Eine Abschlusshilfe nehme ich auch noch mit, sehr gut. Das Map-Glück war es, glaube ich, nicht so hold hier. Nee, die Map ist zu klein für so ein Flugzeug. So braucht man einmal eine große Map und was kriegt man? Eieiei. So typisch.
So, und dann noch die Do217, von der wir vier Varianten hier auf 47 sitzen haben. Hier die beiden E-Varianten, dann die K1 und M1. Und ich werde die M1 fliegen, denn sie hat, die ist einfach am schnellsten. Wie ihr hier sehen könnt. Ich fliege die Old Trusty E2. Und was sie vor allem können, ist hier die Zuladung. Die ist halt bombastisch gut. Und die Do-217 war ein deutscher Bomber, der im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Sie wurde in den Jahren 17 und 38 als schwerer Bomber entwickelt. Jedoch wurde sie nie für Langstreckenmissionen gebaut. Die Einführung bei den Truppen war 1941. Während ihrer 4 Jahre, die sie im Einsatz war, diente sie an der Ostfront, Westfront sowie im Mittelmeer. Aber nicht nur als taktischer oder strategischer Bomber, sondern auch in vielen anderen Aufgaben. Gebieten. Sie flog auch Kassenmissionen als Dive-Bomber, als Aufklärer, als Torpedobomber und sogar eine Nachtjäger-Variante gab es. Es war auch eine Do-217, die mit einer Fritz X das italienische Schlachtschiff Roma versenkte. Die M1-Variante hier war für Nachteinsätze umgebauter Bomber. Sie bekam den Fug 203 Leitsender und ein nach hinten gerichtetes Fug 216 Neptun-R-Radar. 438 M1 wurden gebaut. Diese Verräter. Und ein Nachteil hat es aber, wenn man mit den vier großen Bomben fliegt, weil zwei sind drinnen, zwei sind draußen. War das nicht so, dass die beiden Äußeren erst weg müssen, damit die Klappe aufgeht? Ich glaube, so war das, aber das müssten wir gleich mal kurz schauen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es wäre nämlich schön, wenn es nicht so wäre. Obwohl, hier sind nur drei Basen, das heißt, die Basen sind eh nicht so voller Lebensenergie. Die hätten dir ruhig mal ein bisschen mehr Verteidigungsbewaffnung geben können. Oder zumindest größere Sachen. Nee, man kann die so aufmachen, die Klappe. Man kann sie also alle vier direkt nutzen. Braucht man hier aber nicht. Haben meine Anmerkungen über die Verteidigungsbewaffnung gerade nicht durch? Doch, 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 aber. Ah, okay. Das kannst du doch nicht machen. Das schürt doch wieder meine Angst, dass mein Mikro wieder kaputt geht. Und daran, dass es hier der Nachtbomber ist, das sieht ihr dann, dass dann vor allem der Bauch hier einfach dunkel angemalt wurde. Am Arsch ist Duster, Mr. Duster. Ich finde die ja alles in allem ganz hübsch, muss ich sagen. Ich finde sie auch cool, Auch ja. beide Varianten, also die haben ja unterschiedliche Cockpit-Varianten. Deine ist ja so eine Unter Vollverglas und meine hat noch eher so. unterschiedliche Platzhalter. Ja. Warte, dafür kriegst du einen Schuss ab. Drei Flieger auf unserer Höhe sind wahrscheinlich Bomber. Müssten Bomber sein, ja. Verlockend. Also meine Variante hat ja eine 20er vorne. Ich habe gar nichts nach vorne. Deswegen fliege ich deine Variante so selten. Sie hat zwar, ist zwar schneller, aber sie hat halt keine Offensivbewaffnung. Aber sie hat Power. I've got the power. Und nichts ersetzt Power als noch mehr Power. Ach ja, ich weiß so, dass die Basen von denen so nah mit deren Airfield sind. Ja. Das ist super. Ist voll gut. Also ich gehe auf links. Wo gehst du hin? Ich mach die Mitte. Ich denke mal, die B26 geht da nach rechts, also. Viele Bomben braucht man dann eigentlich zwei? Zwei, ich glaube, ich werde zwei raufwerfen und dann suche ich mir noch irgendeines der Schiffe da unten. Ach stimmt, hier gibt es ja Schiffe. Eine der wenigen Maps. Stimmt, ich hätte auch Torpedos mitnehmen können. Das wäre Oh, schön, mal sehr wieder ein Schiff gut. zu torpedieren. Oh, sehr gut, die F-82 ist direkt nach unten gegangen. Wieso habe ich So dann liebe Jagd ich 3 direkt auf meiner Höhe? die. Oh ja, das ist ein PN-5 direkt auf meiner Höhe. Dann gehe ich mal Dive-Bomben. Irgendwas. Jetzt darf ich noch nicht in meine eigenen Bomben reinfliegen. Glaube, ich hau alle Bomben raus. So, ich, Achtung, hinter letztes Mal. dir! Ja, von wo? Oh, da ist ja noch einer. Letztes Mal im Bomber lief das voll gut und voll viel ausgehalten. Dieses Mal ist es nicht so. Ich bin schon raus. Na, du Ja, auch. ich auch. Ich auch, ich auch. Leider hat es diesmal nicht so viel ausgehalten.
Ich hatte gerade 6 hinter mir. Also die B26. Letztes Mal viel mehr ausgehalten. Ja, echt so. Lol, ich habe noch einen Flieger gekrittet mit meiner Bombe. Das ist sehr gut. Jo. Naja, die Basis ist ja immerhin noch draufgegangen, also Ja. war es das dann auch für heute schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.